Ort. Oh, geht's. Wir vier Monate, fünf Monate vorher sind wir jetzt. Und das ist sehr interessant, ja, oder? Ja, genau. Aber man muss sagen, es gab immer in der Geschichte, wenn du zurückgehst, es wurden schon immer die Träger des Lichtes, die wurden schon immer bekämpft, seit jeher. Ob du jetzt ganz zurückgehst, sag ich mal, zu den Katharern, kennst du ja, ne? Also die Katharer waren ja, also die Essener, die wurden ja Monseigneur auf dem großen Berg, wurden ja damals abgeschlachtet, die ja wohl wahrscheinlich den Heiligen Gral sogar hatten, die sich als die wahren Christen angesehen haben. Ich will damit nur sagen, auf schlimmste Art und Weise wurde alles bekämpft. Ich habe aber immer diese Leute bewundert, auch diese. Ich habe im Buch, wo ich dran geschrieben habe, ein großes Kapitel über diese Katharer geschrieben, weil es mich schwer. So, nachdem mir jetzt der Stream abgeknackt, weggeknackt, nee, Spiel weggeknackt ist, kommt jetzt der letzte Teil vom Stream. Und ich werde mal schauen, dass ich hier noch das eine oder andere Farm in der Hoffnung, dann irgendwann Protea-Teil das kriegen kann. Bewegt hat, konnte mich doll mit denen identifizieren. Nachdem die 100 Jahre gebraucht haben, die alle zu töten sind, die letzten waren ja in dieser Festung, sind die alle runtergekommen und sind ins Feuer gesprungen, alleine, alleine. Die haben also gesagt, okay, weißt du, wenn du in dir drin Gott oder was auch immer findest, ich sag mal, den Punkt, die Stille, die Tiefe, der kann dir gar nichts im Leben. Die andere Schattenseite arbeitet nur mit Angst. Was sie gerade auch machen, die Menschen in der Angst zu halten vor allen möglichen Dingen. Und das ist der Grund, dass die Menschen sich jetzt aus dieser Angst befreien können. Sie müssen nicht. Und in der größten Dunkelheit, die wir jetzt gerade haben, die ist nur dann erlebbar, weil wir auch das Licht haben. Weil da, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Umso größer der Schatten ist, umso größer ist das Licht. Und wir können entscheiden, ob wir jetzt mit unserem Herzen auf die Seite des Lichtes gehen. So sehe ich das momentan. Das ist eine Riesenchance. Mein Vater sagt auch immer, du kannst die Wahrheit nicht bekämpfen, weil je härter du sie bekämpfst, desto heller wird sie strahlen. Und in diesem Sinne ist das immer, und das haben wir ja bewiesen, jetzt beim Spiegel mit Heiko, mit seinem Prozess, wie über die Berichterstattung der Demonstration. Die Leute, weißt du, diese Irrationalität der Lüge, die zwingt dich immer dazu, weiter zu lügen, und sie führt immer selber ins Verderben. Das ist das Schöne an dieser grotesken Sache. Deswegen müssen wir uns vorbereiten, weil die Welt ist vorbereitet. Da wird jetzt demnächst eins nach dem anderen kommen. Wir müssen uns heute überlegen, wie wir diesen Kampf zu Ende kämpfen wollen, dass wir diese Werte wie Frieden, Friede ist nicht verhandelbar, Gewaltlosigkeit ist nicht verhandelbar, ja? Liebe ist nicht verhandelbar. Wahrheit ist nicht verhandelbar. Wir müssen diese Punkte für uns festlegen und dann müssen wir das Ding bis zum Ende gehen. Ich will jemand sein, von dem man sagt, der hat eingestanden für das, was er geglaubt hat und der ist nicht umgefallen. Und ich sage eins, Jan Hus hat damals gesagt, in Konstanz, ich wohne unweit von Konstanz, ja, der hat gesagt, heute braten sie eine Gans, aber morgen wird ein Schwan daraus werden, als er zum Scheiterhaufen gegangen ist. Und seine Leute haben dann noch gesagt, hey, wenn es weh tut, dann mach kein Zeichen, aber wenn es nicht weh tut, dann heb die Hand. Und als er auf dem Scheiterhaufen stand und wurde verbrannt, ja, da hat er die Hand gehoben. Ja, und ich meine, das sind Dinge, die haben wir bis heute. Das sind Menschen, die haben gesagt, und wenn sie mich heute auf den Scheiterhaufen führen, egal was sie machen, meinen Körper können sie brechen, meinen Geist können sie nicht brechen. Ja, und das ist wir müssen zurück zu diesen Werten. Wir müssen zurück zu diesen Menschen, die sich entscheiden dazu, alles, was sie haben, für die Wahrheit zu geben. Und dann sind wir ein Licht, das auf dieser Welt nicht aufzuhalten ist. Ja? Genau, und jeder sollte selbst das Licht sein. Deswegen habe ich die Kerze ja symbolisch hochgehalten. Auch bei der Demo sollte ja ein Symbol sein. Jeder ist selber das Licht in der Welt. Ja. Jeder. Und die meisten sagen, aber die anderen sollen. Nee, jeder selber. Jeder selber. Und dann funktioniert es. Ja. Das letzte habe ich jetzt nicht gehört. Ich bin sicher, es war gut. was ich noch hinzufügen möchte, was wichtig ist zu begreifen, auch wenn das jetzt ein bisschen. Ja, aber wir waren eigentlich mitten im Thema. Die satanische Kraft ist eine zerstörerische Kraft. Und Gott, Liebe, ist eine kreative, schöpferische Kraft. Und deswegen vernichtet sich die satanische Kraft immer selbst. Und ich denke, wir haben am 1. August einen Anfang davon gesehen, ja, dass das Licht dabei ist, die zerstörerische Kraft zu verdrängen. Und ich finde, es waren alles schon super Schlussworte. Wollt ihr noch? Jeder hat noch einen. Ja, ich kann nochmal dazu sagen, man muss wirklich, weil ich vorhin x-mal schon sagte, wirklich loslassen. Also loslassen ist ohnehin, ich sag mal so, eigentlich das Zauberwort für alles. Weil die meisten, die tragen eine große Last mit sich. Und wenn ich aber einen Kohlensack auf meinem Rücken habe und lass den los, also, oh, ist das schön, oh, das ist nicht mehr so schwer.
Und ich kann ja nicht nur einatmen, ich muss auch ausatmen. Also grundsätzlich zu sagen, loslassen von allen Dingen, von allen materiellen Dingen. Wenn ich im Geist loslassen kann, komme ich irgendwann in einen leeren Raum. In diesem leeren Raum, da ist nichts zerstörbar. Wie ich immer sage, im tiefen Ozean gibt es einen Punkt. Da gibt es keine Bewegung. Da gibt es keine Welle, kein Nichts. Die sind oben irgendwo unterwegs. Und diesen Zustand, wenn man den erreicht, ist man absolut unverletzbar. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Auch für die Leute, sich einfach mal zu lösen von dieser Aufmerksamkeit. Guck mal kurz, der Spiegel. Guckt mal rein, wenn ihr Lust habt. Spiegel TV auf der Seite. Geht auf das Video, was die noch nicht gemacht haben. Guckt in die Kommentare rein. Es ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Tausende. Ich kannte den Typen gar nicht. Ich habe ihn abonniert. Erst bestelle ich erstmal 3 T-Shirts. Ich habe mich mit dem mal auseinandergesetzt. Der ist ja gar nicht so schlimm, wie ihr sagt. Und das ist einfach mal die Botschaft. Dass immer mehr Menschen rüberkommen. Die Wahrheit ist wie Wasser. Die findet immer ihren Weg. Bis in die kleinste Spalte. Und alle, ihr alle, seid ein Tropfen, aber ein Tropfen dieser Welle des Wassers, der Wahrheit, die überall durchgeht. Guckt bitte Mittwoch auf meinen Kanal. Warum? Weil mein Freund Samuel Eggert bei mir war. Die Leute, die live bei dem Interview saßen, seine Frau saß da drin, noch andere auf der Couch, hat man zwar nicht gesehen, die waren beeindruckt. Die haben gesagt, mein Team hat gesagt, einer der, vielleicht sogar das beste Interview, was wir je gemacht haben. Guckt Mittwoch rein, Samuel hat wirklich was zu sagen. Das ist meine Schlussbotschaft. Samuel, da kriegst du natürlich auch das Schlusswort. Kannst du das noch toppen, was Heiko gerade hat? Schwierig, schwierig. Nein, aber ich möchte nochmal appellieren an alle, ja, wie Heiko schon gesagt hat, ja, und wie du vorhin gesagt hast. Die Liebe ist, glaube ich, die stärkste Macht im Universum. Ja. Und wir müssen zurück zu dieser Quelle. Wir müssen zurück dahin gehen, von dem wir uns entfernt haben. Wir müssen eine Entscheidung treffen, die hundertprozentig ist. Ja, und ich habe auch ein schönes Sprichwort, was ich gerne immer, wenn ich wieder versuche, mein Vermögen zu sichern oder Dinge festzuhalten, um mich zu wehren, sage ich immer, erst wenn man losgelassen hat, hat man wirklich beide Hände frei. Und das ist ein richtig schönes Gefühl. Ja? Also insofern, wir müssen uns daran gewöhnen. Ich erzähle diese Geschichte ganz oft und diesen einen Satz werde ich nur sagen. Ich hatte eine Zeit mit meiner Frau am Anfang, da hatten wir nichts. Da waren wir mittellos, da hatten wir gar nichts. Aber wir waren unglaublich frei. Und wir versuchen das immer noch so wenig wie möglich zu besitzen, weil Besitz erschwert alles. Ja? Und alle Leute denken, wenn ich Geld habe, wird alles gut. Meine Lieben, es geht um Dinge wie Liebe, Wahrheit. Es geht um Dinge wie Frieden. Das sind Dinge, frag die alten Leute. Ich frage sie manchmal, wenn ich Vorträge mache. Geld oder Frieden, was wählt ihr? Alle sagen Frieden. Ja? Die Jungen sagen Geld. Aber meine Lieben, Freiheit hast du noch vergessen. Ja, natürlich. Aber ich meine, Friede, Freiheit, Wahrheit, das kommt alles aus der gleichen Quelle. Ja? Insofern. Guck mal, wenn du die Erde verlässt und du stehst bei einer Beerdigung, wir waren alle irgendwo da, sagt der Priester oder der Pastor, wer auch immer, gehe in Frieden. Keiner hat jemals gesagt, gehe in Krieg. Mach den Frieden mit dir selbst. Das ist der Schlüssel. Wir müssen alle mit uns selbst erstmal den Frieden machen, schließen können. Und deswegen ist es so wichtig, was Samuel sagt, der Frieden in der Welt kannst du auch nur erreichen, wenn du in dir selbst im Frieden bist. Denn nicht der Reiche ist zufrieden, sondern der Zufriedene, der ist reich. Ja, so, jetzt reicht's aber. Wir werden ein Poesiealbum schreiben jetzt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Naja, wir sind schön philosophisch geworden, wunderbar. Vielleicht noch eine Idee, die ich schon mal eingebracht hatte und dann wurde es auch kurz gemacht, Blumen zu den Demonstrationen mitzubringen, ja, um was Samuel gesagt hat, ja, es ist wahnsinnig schwer, auf die Aggression nicht aggressiv zu reagieren, aber das ist tatsächlich, wir müssen da mit Liebe rangehen. Ich meine, jeder kennt meine Videos, ich bin gerne mal zornig, aber wir müssen den Wind aus den Segeln nehmen und alles, was das befördert, finde ich, sollte man auch tun und sich möglichst oft dieses Video anschauen, weil ich fand es großartig, das Interview, ganz ehrlich. Vielen Dank an euch beide und wir sehen uns sicher bald wieder. So sieht's aus. Danke euch allen. Macht's gut. Alles Gute. Danke. Bis demnächst.
So, nachdem der Stream jetzt vorbei ist, werde ich Folgendes machen. Ich werde jetzt das Video einfach beenden und jetzt erstmal noch ein bisschen was anderes machen und dann, ja, mal schauen, was ich als nächstes mache. Ja.